Ich war vorgestern circa 3 Stunden, vielleicht 5 Stunden, mehr Andromeda modden, Mods runterzuladen, das Spiel kurz zu testen, ob alles flüssig läuft ohne Probleme. Hat gut funktioniert. Gestern, der Tag darauf, habe ich dann Self-Marketing gemacht, 3 Stunden bis 4 Stunden. Ratet mal, was lustiger war. 5 Stunden ein Spiel modden oder Self-Marketing? Selbst vermarkten auf Reddit und so. Auf jeden Fall modden, ja. Und wir fangen jetzt neu an. Mit neuen Spiel, mit Charakter erstellen. Einen männlichen Rider werden wir stellen. Ich werde wahrscheinlich ein extra Video noch machen. Mit, wie man sich Mods runterladet. Ich werde mal ein bisschen mehr testen hier. Schauen, ob eh alles gut funktioniert und keine Glitches gibt. Uns mal in das Spiel rein starten. Wir starten in das Spiel rein. Laden zuerst 10 Millionen verschiedene Shaders, was wahrscheinlich an den Mods liegt. Und den Mods liegt. Fliegt an die Mods. Okay. Wir stellen direkt, ja. Schlecht wählen. Default schauen schon schrecklich aus. Ich spiele es in Deutsch. Alles in Deutsch. Stimmen auch, leider. Stimmen in Deutschland ganz schlecht. Mal schauen, ob wir einen guten Kopf finden, der ein bisschen badass ausschaut. Gibt's da nichts badass richtiges? Kopf 8. Oh, das ist badass, oder? Kopf 8 hat am meisten badass ausgeschaut. Bisschen. Oh, Schott. Ich weiß nicht, warum wir von Captain Shepard zu Captain Milch zu Captain Milchbubi. Ich versuche was Badassiges zu erstellen, obwohl es fast unmöglich ist. Das Spiel. Es ist wirklich fast unmöglich, was Badassiges sich zu stellen hier. Oh. Die Musik bläht mir auch gerade ziemlich stark rein. Keinen Unterschied. Tiefe Wangen sind Badass, oder? Und enge Wangen. Ich werde es nicht schaffen, mir was Badassiges zu machen. Breites Kinn. Ah, es wird vielleicht ein bisschen mehr. Da, breites Kinn. Und Kiefer ist eng. Wird schon langsam ein bisschen besser. Oh. Brauchen mehr Augenringe. Oh nein. Oh, das schaut alles so Alien aus. Oh Gott. So. Oh, ich schwöre, es ist unmöglich, ein Badass zu bekommen. Das schaut noch ein bisschen realistisch aus. Das ist nicht Badass. Haaren, Nasengröße. Ich weiß nicht, aber ich glaube, größere Nase schaut hier realistisch aus. Frisur. Okay, wir müssen jetzt. Das sind alles keine Badass-Frisuren. Ich habe einen Bart. Ich habe einen Bartmod runtergeladen. Wie drehe ich? Das ist langsam. Oh, der schaut nicht gut aus von der Seite. Oi. Irgendwo was ein bisschen mehr Badass ist. Ja.
Goddammit. Oh no. Warum? Wo sind die Badass-Frisuren? Ich hätte mir noch einen Frisurenmod runterladen sollen. Verdammt. Es gibt... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Was ist es unmöglich, sich ein Badass zu machen? Ich glaube, ich brauche mehr Mods. Das funktioniert nicht. Oh. Sind meine besseren Frisuren überhaupt dabei? Oh Gott. Oh Gott. Er schaut traurig aus, ich verstehe es. Narben machen werde, das ist. Was ist. Er hat nicht mal coole Narben? Was ist das? Was soll das sein? Ach, komm schon. Das schaut alles mehr nach Make-up aus als Narbe. Nein. Das ist doch Make-up. Nein, Narben. Oh. Die gute alte Augenbrauen. Narbe schaut cool aus. Ich weiß nicht, wie sie Narben vermasselt haben. Tätowierungen sind nicht badass. Ist das badass genug? Okay, wir rollen mal damit. Ich habe jetzt nicht wirklich viele neue Werte gesehen. Ach Gott, das durchlesen. Habe ich da nicht auch was runtergeladen? Anführertechniker, Biotika. Name. Nein. Wirklich? Das ist jetzt wirklich mit Maus? Nein! Missgeburt geht sich nicht aus. Mein Augenbrauen zwitscht. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Geburt. Oh, ich lasse es tief fort. Vergangenheit interessiert doch keinen. Oh. Oh, meine Augenbrauen twitcht. Ich krieg schon Mass-Effekt-Grafiken im Gesicht. Ich brauche das Spiel nicht auf extrem spielen. Es ist eh storylastig jetzt. Als Vordergrund und mordlastig. I in the game. Ich werde nicht über Cutscenes drüber reden, keine Sorge. Außer es redet niemand. Jeder bedeutende Moment unserer Geschichte begann mit einem Traum. Hinter jeder großen Errungenschaft stehen Menschen, die bereit waren, alles dafür zu geben. Wir alle lassen unsere Familien zurück, unser Zuhause,
den Geburtsort unserer Spezies. Einige streben nach der Entdeckung des Unbekannten. Andere suchen nach einem Neubeginn. Doch welche Gründe wir auch haben, heute machen wir den ersten Schritt in eine neue Zukunft für die Menschheit. Heute beginnen wir, unseren Traum wahr werden zu lassen. Im Jahr 2185 lebt die Menschheit in einem guten Zeitalter der interstellaren Raumfahrt. Unsere Entdeckung uralter Außerirdischer. Ich habe zu spät angefangen. ...634 Jahre später, Datum 0 Stunden, 0 Tage. Das Doppelpenis-Raumschiff? Naja, vielleicht auch nicht. Warte, was? Anscheinend kriege ich wieder häufiger Controller an Plugs. Selbst mit anderen Controller jetzt. Und wo mit der Galaxie? Zielort Habitat 7 im Helios Cluster. Appearance Cryogenics. Tief durchatmen. Gehen Sie es langsam an. 600 Jahre langsam angehen reichen. Ryder, Aufklärungsexperte, Pathfinder-Missionsteam. Pathfinder-Team, diese Leute suchen uns eine Heimat. Wie wär's mit was Tropischem? Warmes Meer? Das ganze Jahr über Sommer? Wollen wir ihm nicht erstmal einen Kaffee holen? Okay, ich bin ziemlich zufrieden mit meinem Gesicht. Das Beste, was ich rausholen konnte. Initiative hat im Zuge des Auswahlprozesses tausende potenziell bewohnbare Planeten in der gesamten Galaxie analysiert. Ryder, mal sehen, wie es Ihnen geht. Hier hinsehen. Nach der Entdeckung einer ungewöhnlich großen Anzahl möglicher Kandidaten oder goldener Welten wurde der Helios Cluster als unser Ziel ausgewählt. Sie sind heute Teil der ersten Welle von Archen, die Andromeda erreichen. Die neue Heimat der Menschheit. Bei ihm klingt das alles so einfach, nicht wahr? Also, als erstes sollten wir an Koran merken, ob meine Mods auch richtig laufen. Für optische Anpassungen habe ich hauptsächlich für Turianer ein paar ausgewählte Asari. Oh, und ganz Kleinigkeiten, aber so viel gibt's dann ja auch nicht. Ich hoffe, das wird es nicht. Ich will erst mal Abenteuer erleben. Nun, Ihr Wunsch könnte in Erfüllung gehen. Ja? Jetzt hierhin. Der Pathfinder will Sie alle sofort auf den Beinen sehen. Missionsbereit in einer Stunde. Wissen Sie warum? Nein, aber ich schätze, da kommen Ihre Abenteuer ins Spiel. Okay, alles in Ordnung. Nur eine Sache noch, bevor ich Sie entlasse. Testen wir Ihr Sam-Implantat. Sam, überwachst du alles? Sam, bist du online? Ja, Dr. Tipero. Guten Morgen, Ryder. Fühlen Sie sich gut? Ach, ich mag die Stimme nicht ganz.
Eine Krone-Stimme wäre mir lieber gewesen. Von Elex. Wie ein 600 Jahre altes Eis am Stiel. Ich hoffe, es gibt genug Kaffee. Bestätige. Laut Ihres Adenosinspiegels in Ihrem System funktioniert das Neuralimplantat einwandfrei. Adeno was? Es bedeutet, Sie sind noch nicht ganz wach. Aber das ist kein Grund, Sie hier zu behalten. Außer Sie möchten noch bleiben, bis wir Ihre Schwester aufgeweckt haben. Es hilft immer ein vertrautes... Das klingt gar nicht gut. Was ist hier los? Festhalten! Maschinenraum, Bericht! Halt dich an! Auf der Kryostation ist die Schwerkraft ausgefallen. Ach, pass auf die Spritze auf! Ich bin so gut wie drin, halten Sie durch! Was für eine Spritze? Was hat dich gespritzt? Cora hier, ich bin auf der Kryostation. Ich setze das System zurück. Ist allen gut? Ich denke schon. Was war das? Wissen wir nicht, die Sensoren sind gestört. Aber es ist schön, Sie zu sehen. Nach all diesen Jahrhunderten... Hier spricht der Pathfinder. Missionsteams, setzen Sie die Vorbereitungen fort. Cora, Riders, auf die Brücke. Sie haben ihn gehört, wie... Wir haben hier ein Problem. Bei Sarah Ryder. Ich habe ein hübsches... Hübsches Cora-Mod drinnen. Wow, sie glitscht schon rum. Und ein zweites Outfit, das ich nicht sehe. Aber die Augenfarbe sollte von, glaube ich, von grün auf blau jetzt geändert sein. Und das habe ich gesehen. Also ein bisschen was. Stimmt das schon. FOV habe ich auch ein bisschen hochgedreht bei mir, dass ich mehr Blickfeld habe. Das klingt toll, oder? Zumindest so lange, bis die Schwerkraft ausfällt. Muss ich Golden machen? Nein. Immer noch in Stase. Atmen Sie ein, Vitalwerte tief. Sehen gut aus. Run, Rider. Jetzt schaut es aus, als wäre ich viel schneller, kommt mir vor. Mit höherer FOV wie immer. Das war immer ein bisschen mehr auf Speed. High Speed Rider. Whiskey Burr. Okay. Rider. Geht es meiner Schwester gut? Sarah ist okay. Ihre Vitalwerte sind bestens, aber der Wiederbelebungsvorgang wurde unterbrochen. Und wann kann sie aufwachen? Wir wollen nichts überstürzen. Sam? Meine Verbindung zu Sarahs Implantat wurde unterbrochen, aber ihr Puls, ihre Atmung und Hirnaktivität sind völlig normal. Um sicher zu gehen, behalten wir sie noch eine Weile im Koma und lassen ihren Körper dann auf natürliche Weise das Bewusstsein wiedererlangen. Sie schafft das schon. Freut mich, das zu hören. Danke, Lexi. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Ich warte an der Tür auf Sie, Ryder. Kommen Sie hin, sobald wir los können. Wie sollen wir weiter... Keine Sorge, Ryder. Wir kümmern uns um Sie. Sie schaffen das schon. What's up, Foster? Ich kann euch Leben gesagt. Hey, heftiger Weckruf, was? Mit sowas als erstes nach der Stase hatte ich nicht gerechnet. Damit sind wir schon zu zweit. Halten Sie durch. Everybody's favorite crewmate. Liam war doch richtig der Vorname. Sie gehören zum Pathfinder-Team, oder? Ja. Dann würde ich sagen, Sie hatten schon genug. Ihr Team hat keine Zeit für Pinkelpause. Oh. Wir machen die Anzüge rein. Wusstest du gar das gar nicht, Kalil? Und was für ein Name? Haben Sie Ihr Nickerchen genossen, Ryder? Ich glaube, ich brauche für den Rest meines Lebens keinen Schlaf mehr. Ein oder zwei Jahrzehnte mehr hätten vielleicht nicht geschadet. Gott, die Stimme. Stimmt. Wir reden später. Ich habe leider kein unterschiedliches Team-Mod gefunden. Das wäre noch klasse gewesen. Dann hätte ich es wahrscheinlich in Englisch gespielt. Die deutsche Synchro in diesem Spiel gefällt mir nicht so ganz. Starterpad. Captain Doom. Nichts lesen. Auf Deck 3. Wir sind gerade
gerade mal eine Stunde in Andromeda. Was hat man Ihnen gesagt? Nur, dass wir uns bereit machen sollen. Mir auch. Wissen Sie, wohin es geht? Nein. Ich soll einfach nur dafür sorgen, dass die Shuttles startklar sind. Morgen, Ryder. Oder Nachmittag? Oder keine Ahnung. Oh, ey, da hat dumme Witze in diesem Spiel. Mann, wir sind echt weit weg von zu Hause. Daran muss ich mich erst noch gewöhnen. Wo kommen Sie her? Toronto. Von der Erde, hä? Ich bin aus den Kolonien. Eden Prime. Sie hatten ein paar Probleme, nicht wahr? Es kam sogar zu Kämpfen. Ja, ich habe dabei Freunde verloren. Ich fand es halt Zeit für einen Neuanfang. Na dann, willkommen in Ihrem neuen Leben. Schön, Sie zu sehen, Ryder. Tut mir leid, aber ohne Kaffee. Sind alle schon ein bisschen kaffeeabhängig hier? Sind das alles Kaffeebecher? Das sind alles Kaffeebecher. Das habe ich noch nie mitbekommen. Was zum Teufel? Was machen wir wegen der Ernährung? Wir könnten einen intravenösen Zugang in die Kapsel legen. Standard-Nährstoffversorgung. Mal sehen, wie der Körper reagiert. Alles klar. Ich fange langsam an und sehe dann weiter. Ah, einfach Kaffee rein da. Nötig Stimulantien hinzu. Wir dürfen keinen Atemstillstand riskieren. Bitte machen Sie so schnell wie möglich Meldung. Legt sie einfach in ein Bad voller Kaffee und lasst sie langsam aufwachen. Oder sind das Instant Noodles, was da am Boden liegt? Ah, ich habe auch ein First-Person-Mod irgendwo gesehen, aber das hat anscheinend bei manchen Leuten zu viele Glitches und Bugs verursacht. Das brauchen wir nicht. Was ist los? Die Energiewerte steigen drastisch an! Scheiße! Fuck! Hier oben! Was auch immer die Arche getroffen hat, hat alles gegrillt. Wir müssen die Energielast ausgleichen, sonst könnte es zu einer Explosion kommen. Aber wir wissen nicht, wie wir finden. Ryder könnte ihn finden. Er hat einen Scanner. Schnell, Ryder, setzen Sie ihn ein, um den Defekt zu lokalisieren. Bin schon dabei. Ich werde versuchen, Daten über die zweite Leitung zu erhalten. Hey, Ward, du kümmerst dich hierum. Ich überbrücke das Sicherheitssystem. Alles klar. Ryder, versuchen Sie, die ganze Leitung zu scannen. Sie müssen... Dieses Element funktioniert einwandfrei. Die Irgendwo muss der Defekt doch sein. Wenn wir die Energie nicht ausgleichen, droht ein vollständiger Blackout. Beeilung, Ryder. Suchen Sie nach dem Defekt. Ich weiß. Wirklich, was passt jetzt nicht? Jetzt kommt schon. Na los. Ach, ich hab's mir nicht. Es gibt keine Hinweise auf einen Defekt. Versuch's weiter. Relais 2C weist Beschädigungen durch eine Temperaturspitze auf. Ich habe das Problem gefunden. Ein defektes Relais. Ryder, könnten Sie das System zurücksetzen? Aufschlagen. Das war's. Es wurde zurückgesetzt. Ich leite die Energie jetzt um. Es klappt. Ein Glück. Das hätte für jeden auf der Kryostation das Ende bedeuten können. Ah. Wecken Sie alle mit Kaffee auf. Jetzt können wir uns auf den Weg zur Bahn machen. Wo sind unsere Kaffeereserven, Cora? Ich wollte nur was sagen. Das war knapp. Alles okay? Wir sind gerade erst in Andromeda angekommen und stecken schon in Schwierigkeiten. Das Abenteuer beginnt. Ich bin mir nicht sicher, ob Ihr Vater das auch so sehen wird. Also dann, bringen Sie uns mal zur Brücke. Ich habe auch leider keinen als Vaterspiel-Mod gefunden. Das wäre auch cool. Goddammit, Controller. Oh. Steuerkontrolle, Bericht. Wir driften. Die Flugsteuerung reagiert nicht. Wir müssen die Energieversorgung stabilisieren. Hauptenergie ist ausgefallen. Wir laufen auf den letzten Reserven. Unsere Position? Unbekannt, die Telemetrie ist defekt. Sam, wir brauchen mehr Daten. Ich kalibriere das Sensorgitter. Alec, bitte. Sie sind zwar der Pathfinder, aber das ist mein Schiff.
Das Protokoll ist eindeutig, Captain. Besteht kein Kontakt zu Nexus oder den anderen Archen, begeben wir uns zur vorgesehenen goldenen Welt, auf festen Boden. Falls es sie überhaupt gibt. Niemand hat irgendetwas von einer Energiewolke gesagt. Oder womit auch immer wir es hier zu tun haben. Alec, ich muss die Schäden einschätzen und Reparaturen einleiten. Wir haben 20.000 schlafende Menschen an Bord. Geben wir ihnen die Chance aufzuwachen. Was denken Sie? Mein Vater hat nicht ganz Unrecht. Fester Boden klingt im Moment ziemlich gut. Ja, ziemlich aber... Ziemlich gut. Ist nicht gut genug. Ja, Sir. Wir kommen raus! Mein Gott! Ist das unsere goldene Welt? Das ist Habitat 7. Die neue Erde. Wenn wir Glück haben. Alle unsere Langstreckenscans haben sie als die perfekte Welt für eine Besiedlung ausgewiesen. So sieht sie aber nicht aus. Stimmt, der Planet wirkt ziemlich unwirtlich. Stimmen die Scans? Gute Frage. In 600 Jahren kann sich viel verändern. Sam? Die Energie des Phänomens stört unsere Sensoren. Planetare Bedingungen sind unbekannt. Wir sind havariert und treiben mit 20.000 Seelen durchs All. Wenn uns die Energie ausgeht, wir müssen wissen, ob wir dort leben können. Und wenn nicht? Dann muss ich als Pathfinder eine Alternative finden. Dafür wurden wir ausgebildet. Aber mit etwas Glück sind wir schon zu Hause. Gut, aber beeilen Sie sich. Harper, der Rest des Teams sollte jetzt wach sein. Lassen Sie zwei Shuttles bereit machen. Wir starten in 30 Minuten. Ja, Sir. Er ist dickköpfig, nicht wahr? Schwer zu sagen. Wir sind zwar verwandt, aber ich weiß trotzdem nicht, was in ihm vorgeht. Hauptsache, er weiß, was er tut. Es gibt hier keine Kavallerie, die uns retten kommt. Ich brauche den Status der Reparaturen. Ohne Sensoren sind wir blind. Sarah wird's hassen, dass sie das hier verpasst. Sind alle Riders Adrenalin-Junkies? Ich schätze, es liegt uns im Blut. Sie kam eine Minute vor mir auf die Welt. Sie konnte es nicht erwarten. Nur keine Sorge. Ich bin mir sicher, sie kommt durch. Ja, und sie wird Geschichten hören wollen. Also gehen wir da raus und erleben welche. Okay, Sie sollten Ihren Helm holen. Und machen Sie vielleicht nochmal am Glücksstein halt, bevor wir aufbrechen. Am was? Ein alter Aberglaube Ihres Vaters. Lieber nicht. Auf dieser Mission bleibt keine Zeit für eine Pinkelpause. Das macht dich nicht sehr effektiv, wenn du nichts trinkst. Nicht sehr effektiv. Die werden doch sicher in Anzug pinkeln und das wird wiederverwertet in Trinkwasser, oder? So, aus welchem Spiel war das noch schnell? Andante? Subnautica, Subnautica war das, glaube ich. Wenn Sie mir gesagt hätten, dass ich einer der Ersten sein würde, der in Andromeda seinen Fuß auf festen Boden... Hey, Ryder. Sie sind Kirkland, stimmt's? Ja. Wir haben uns kurz getroffen, bevor die Hyperion die Erde verlassen hat. Kennen Sie eigentlich Greer schon? Hallo. Hat Ihr Dad irgendwas dazu gesagt, was hier los ist? Bitte machen Sie so schnell wie möglich Meldung. Oh, ich gehe alles da. Schwer zu sagen. Die Sensoren kriegen keine klaren Werte von dem Planeten rein. Nun, dann bleibt die Sache zumindest interessant. Ja, es wäre doch schade, wenn das viele Training nicht zum Einsatz käme. Wir sehen uns dann auf dem Flug nach unten. Das Dialogsystem ist ja nicht das Beste. Meiner Meinung. Ich hasse es, wenn ich nicht Bescheid weiß. Hier spricht der Captain. Fliegen wir zwei. Musik eingeschalten. Erledigt. Sehr schön.
Der Pathfinder wünscht außerdem, dass Sie sich bewaffnen. Ich habe den Waffenschrank geöffnet. Der Glücksstein. Ah. Ihr Vater war auf der Erde Bergsteigen und er hat ihn vor dem Absturz bewahrt. So wie die Dinge im Moment laufen, brauchen wir alles Glück, das wir kriegen können. Das stimmt. Sieht aus, als hätte sich Dad schon ausgerüstet. Durchhalten, Sarah. Ryder? Hey, Fischer, wie geht's? Ryder. Ich habe von der Brücke Leuten hören, dass ihr Vater und der Captain in dieser Sache nicht einer Meinung sind. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Genau. Und es hat auch niemand gehört, wie Sie sagten, dass Sie festen Boden unter den Füßen bevorzugen. Noch ein Gerücht. Zum Glück hat Dan eingelenkt. Ihr Dad ist der N7 hier. Er hat die meiste Erfahrung und er ist der beste Schütze. Ich gehe dahin, wo er hingeht. Was kriege ich, Predator? Na, Gott sei Dank. Ich hoffe, ich werde das Ding nicht brauchen. Man weiß nie. Gehen wir jetzt zu den Shuttles. Hey, Boss. Nicht gerade ein typischer Tag im Büro, ha? Huh? Das hier ist die komplizierteste Reise, die je unternommen wurde. Da kann nun mal nicht alles glatt laufen. Zumindest können wir jetzt beweisen, was in uns steckt. Ich habe mich immer gefragt, wie es war, als die ersten Entdecker das Meer überquerten. Sie hatten zur Orientierung nur die Sterne und einen Kompass. Und eine Karte mit der Warnung, hier leben Drachen. Naja, wenn sie es geschafft haben, schaffen wir es auch. Und vielleicht begegnen wir ja unterwegs wirklich einem Drachen. Man kann nie wissen. Wir sollten auf jeden Fall die Augen offen halten. Und genügend Abstand. Alles klar. Machen wir uns auf den Weg zum Shuttle. 2 Meter Sicherheitsabstand, Cora. 2 Meter. Dr. Carlyle, braucht sie die Arche im Moment nicht deutlich dringender als wir? Der Pathfinder will einen Arzt vor Ort. Und ich will mir unser mögliches neues Zuhause ansehen. Naja, nur leider wissen wir nicht, was uns dort erwartet. Dafür habe ich meine Zange. Wenn es Zähne hat, werden sie rausgerissen. Okay, Leute. Aufbruch in 5 Minuten. Sir, das Team wurde wie befohlen bewaffnet. Sollten wir irgendetwas wissen? Angesichts der Situation erschien es mir sinnvoll. Ohne Sarah sind wir einer zu wenig. Ich habe gehört, was passiert ist. Aber deine Schwester ist stark. Sie schafft das. Sie würde nicht wollen, dass wir uns Sorgen machen. Du hast recht. Die Mission hat Vorrang. Auch wenn eure Mutter dem wohl kaum zugestimmt hätte. Ich habe ihr versprochen, euch sicher hierher zu bringen. Okay, herhören. Sie alle sind nicht nur wegen ihrer Fähigkeiten und Leidenschaft Teil des Pathfinder-Teams, sondern auch, weil sie genau wie ich Träumer sind. Wir träumen davon, das Unbekannte zu erforschen, den Rand der Karte zu erreichen und herauszufinden, was dahinter liegt. Die Menschen werden auf diesen Tag zurückblicken und sich erinnern, dass wir an unserem Traum festgehalten haben. Dass unsere ersten zaghaften Schritte in Andromeda der Beginn all dessen waren, was sie kennen. Wir haben nur eine Chance, die Ersten zu sein. Lassen Sie uns Geschichte schreiben. Darauf habe ich 600 Jahre gewartet. Ich habe Katz. Hier Shuttle 1, wir schalten auf manuelle Steuerung. Shuttle 2 folgt Ihnen. Viel Glück, Pathfinder Team. Ich habe gerade 10 Frame Drops. Verstanden. Sehr gut. Wow, sehen Sie sich das an? Was auch immer das ist, es hat die Hyperion lahmgelegt. Vermute eine instabile Ansammlung dunkler Energie. Wenn du es sagst.
Halten Sie sich fern. Unser Vektor sieht gut aus. Wir rechnen mit einer Verlangen. Hier ist ganz schön was los. Gravitationsanomalie. Mal sehen, ob ich ausgleichen kann. Das würde meinen Magen sehr begrüßen. Das war's. Ich beschleunige auf Reisegeschwindigkeit. Ich hatte in der Milchstraße keine Gelegenheit, mich vorzustellen. Liam Costa, Sicherheitsexperte und Spezialist für Sondereinsätze. Freut mich, Liam. Kaum zu glauben, endlich ist es soweit. Besser als nur darüber zu lesen. Reduziere Geschwindigkeit, der Planet liegt vor uns. Hyperion, hören Sie uns? Kontakt ab. Festhalten, ich leite den Eintritt in die Atmosphäre ein. Es geht los! Flugleitsystem ist gestört. Das legt sich wieder. Die Steuerung macht, was sie will. Anflugvektor auf 3 Grad nach Steuerbord. Wir sind durch. Heilige! Shuttle 2, sehen Sie das auch? Bestätige. Von hier aus sieht das nicht gerade nach einer goldenen Welt aus. Die Ionisierungswerte steigen an. Behalten Sie den Kurs zur Landezone bei. Sauerstoffwerte unterhalb der menschlichen Toleranzgrenze. Ist das der richtige Planet? Ich dachte, wir hätten das geklärt. Konzentrieren, Shuttle 2. Die Berge schweben. Bodenstruktur, Backbord. Sie muss ziemlich fortschrittlich sein. Hyperion, hier Pathfinder. Wir sind auf Spuren einer fremden Zivilisation gestoßen. Hat uns jemand gesehen? Und wenn Sie nicht freundlich sind? Wir befolgen das Kontaktprotokoll. Keine tödliche Gewalt, solange nicht offensichtlich feindliche Absichten bestehen. Ionisierungswerte schießen in die Höhe. Blitzeinschlag! Ryder! Beschleunigung erhöht sich. Ach, wirklich? Ihr Jetpack hat eine Fehlfunktion. Bring das in Ordnung! Erreichen tödliche Geschwindigkeit. Sam! Ryder hier. Bitte komm. Hyperion, Sam, hört mich jemand? Vergessen Sie's, Ryder. Sam ist offline. Der Comlink ist tot. Wir aber erstaunlicherweise nicht. Was ist mit den anderen? Keine Ahnung. Alles ist verschwommen. Der Shuttle ist auseinandergebrochen. Und was für ein Albtraum. Ja, das wird nicht unsere Heimat. Wir brauchen wohl eine erhöhte Position, um nach Überlebenden zu suchen. Gehen wir. Ryder, wie steht's um Ihr Überlebenstraining? Ich hab schon einiges durchgemacht. Nichts Verrücktes, aber... Tja, jetzt wird's verrückt. Diese Felsen da draußen fliegen. Terra Incognita. Okay, schaut gut aus. Einige dieser Pflanzen sehen wie Tentakel aus. Ist das Wasser hier überhaupt Wasser? Ist Regen Regen? Das Ding ist hinüber. Muss beim Aufprall passiert sein. Das erklärt, warum wir unsere Sam-Verbindung verloren haben. Okay. Ah, du wolltest, dass ich was scanne. Ah, ich hasse das Scansystem. Aber anscheinend muss alles gescannt werden. Beim Absturz beschädigt.
ohne Nutzen für uns. Alles muss gescannt werden. Scanning das Spiel, habe ich ganz vergessen. Forschungspunkte. Oh, kleiner Sicherheitshinweis. Nicht die Luft einatmen. Ich habe das auf die harte Tour rausgefunden. Verstanden. Denken Sie, diese Energiewolke, die wir gesehen haben, könnte das alles verursachen? Laut Sam besteht sie aus dunkler Energie, aber sie ist im Weltall. Tja, sie ist eben eine krasse Wolke. Was zum Teufel ist das? Na los, kommen Sie, wir müssen da durch. Das ist doch verrückt! Willkommen auf Habitat 7! Bleiben Sie in Bewegung! Pizza. Ah! Sieht aus, als wäre es darunter sicherer! Ist das real? Was zum Teufel stimmt nicht mit dieser Welt? Sie versucht uns umzubringen. Ich bin jetzt ganz sicher, ob ich... Da oben fliegt irgendwas. Oh, wow. Hier leben Drachen. Cora wird es lieben. Das habe ich auch ein bisschen verbessert durch Mods. Da! Wenn wir diese Felswand hochkommen, haben wir unsere erhöhte Position. Ich glaube, ich sehe einen Weg nach oben. Wir können die Jetpacks... Noch mehr leuchtende Pilze. Machen die diese Geräusche? Nein. Ich orte eine große Menge Energie. Mehr kann ich dazu nicht sagen, aber sie ist stark. Ah. Ach, kriege ich einen Pilzgefährten statt Liam? Wie in Tiny Tina's Wonderland? Wie hat mein Dad sie gefunden? Ich war ein Cop und später in einer Spezialeinheit. Echt? Ich erzähle Ihnen die Geschichte irgendwann mal bei einem Bier. Das wird knapp! Nicht knapp. Na los! Wir kriegen das hin! Ja, ich glaube... Ich glaube, ich kann die Spitze sehen. Ich habe bessere Sprünge. Machen Sie mal Platz! Danke. Was zum Teufel ist das? Keine Ahnung, aber wir werden es rausfinden. Sie klingen wie Ihr alter Herr. Er hatte recht. Irgendwas ist hier schiefgelaufen. Nur was? Eins nach dem anderen. Ryder! Das ist Fischer! Warten Sie! Dort! Oh, Scheiße! Was sagt das Erstkontaktprotokoll? Tödliche Gewalt nur unter Feindbeschuss! Sowas schreibt nur jemand, der nie im Einsatz war. Wie gehen wir vor? Bleiben Sie ruhig. Versuchen wir, einen guten ersten Eindruck zu machen. Ja, und wenn es nicht klappt, hat Fischer eine Kugel im Kopf. Ganz ruhig. Wir greifen nur zur Waffe, wenn es sein muss. Glaub nicht, dass Sie uns entdeckt haben. Neuer Schuld! Ich bin verletzt! Er sieht uns! Ich brauche... Wir verstehen Sie nicht! Wir wollen nicht kämpfen! Dieser Mann gehört zu uns! Sie mir helfen? Neuer Schuld! Klingt nicht gerade freundlich. Was macht der andere Typ? Oh, das war's. Die meinen's ernst. Und ich habe nur eine Bretter und Wurf. Oh, da, Wurf. Was ist Deckung noch schnell? Hier, hier. Okay, passt. Okay. Das war's. Alles okay, Fischer? Diese Bastarde wollten mich töten. Ich musste eingreifen, Ryder. Wir hatten keine Wahl. Ich wollte es nicht noch schlimmer machen. Wir töten die ersten Aliens? Das war nicht der Plan. Pläne ändern sich. Zumindest wissen wir jetzt, was Sache ist.
Es gibt hier Aliens, die uns töten wollen. Wir wissen noch nicht mal, was sie wollten. So wie sie sie behandelt haben? Blutproben, würde ich sagen. Vielleicht verstehen wir sie ja nicht, oder sie verstehen uns nicht. Es ist eine neue Galaxie. Vermutlich gelten hier andere Regeln. Die brechen die Regeln jeder Galaxie. Warum gehen sie so auf uns los? Ich weiß nur eins, ihre Waffen sind genauso effektiv wie unsere. Wo sind die anderen? Tot. Kirkland und Greer wollten Hilfe holen. Ah, kommt mein Ball! Geht's? Ah, ich glaube, es ist gebrochen. Gehen Sie und suchen Sie nach den anderen. Sicher? Ja, finden Sie raus, wie wir hier wegkommen. Und erledigen Sie noch ein paar von denen. Wow, oh. Sehen Sie sich die Leichen an. Was sind das für Dinger? Ah, ja, da. Scannen das Spiel. Ich habe hier keinen Kontakt zu Sam, aber ich versuche mal daraus schlau zu werden. Sie sind DNA-basiert und ihre Panzerung scheint eine Art Knochenstruktur zu sein. Die Genetikdaten sind allerdings vollkommen chaotisch. Das Leben hat hier offenbar eine andere Richtung eingeschlagen, was? Ich hoffe, dem anderen Team geht's gut. Wir finden es schon. Allerdings sollten wir die Gegend vielleicht vorher ein wenig auskundschaften. Sie sind der Aufklärungsexperte. Mach ihn! Natürlich. Es sah aus, als wüssten Sie mit einer Waffe umzugehen. Ich war eine Weile bei den Friedenstruppen der Allianz. Ich werde ein paar Tests noch hier durchführen. Gameplay, Frames und so Sachen. Episode erstmal vorbei.